Milestone 2007. Der Preis für das Lebenswerk einer Persönlichkeit geht an Theo Schnieder, Direktor UNESCO-Biosphäre Entlebuch. Ich denke, ein ganz wesentlicher Stein, der mich geprägt hat, war die Rotenturm-Initiative, wo es darum ging, grosse Teile der Schweiz unter Schutz zu stellen, mit dem Moorschutz. Wo dann die Frage auftaucht ist, ist wirtschaftliche Entwicklung, vor allem touristische Entwicklung, angesichts der grossen Schutzfläche überhaupt noch möglich? Das war die grosse Herausforderung, die ich mich eigentlich gestellt habe und gesagt habe, ich will nicht in Tage leben, sondern ich will das Resultat, ich will eine Lösung sehen. Es ist so weit gegangen, dass ich mich als Indianer verkleidet habe. Ich bin zur Regierung in Luzern, ich habe eine Medienkonferenz in Luzern gemacht, in der Montur als Indianer und gesagt, wir wollen kein Reservat werden. Und erst dann war sie gesprochen für eine Diskussion. Man musste eine Stellung nehmen, also eine Fruchtigkeit, wo man anläuft mit einem Indianerkostüm. Und das war vielleicht ein erster Schritt für eine Diskussion im Bereich Natur und Umwelt in unserer Region. Ich denke ganz allgemein, dass etwas Entscheidendes ist im Leben, dass man sich Ziel setzt, dass man eine Vision hat und dorthin gehen will. Und das Ziel muss so kreiert werden, dass es auch ein Bedürfnis ist, herzukommen, dass man einen Nutzen drin sieht. Und ich glaube, wenn man den Nutzen sieht, kann man auch die Leute dafür begeistern, mit auf den Weg zu kommen. Man muss sehen, in einem Biosphärenreservat, wie wir jetzt aufgestellt sind, haben wir nicht einfach nur Tourismus. Und das ist die Spezialität von diesem Tourismus. Das ist das Verrückte. Dass man nicht stur noch Tourismus hat, sondern wir uns auch kümmern um Natur und Welt. Um Kunst, um Kultur, um Bildung, Soziales, Spitalwesen, Gesundheitswesen. Mit ganzen Paletten. Und die probieren miteinander zu verknüpfen. Und das ist das Faszinierende jetzt eigentlich mein zweiter Tourismusabschnitt. Und ich eigentlich als Co-Direktor natürlich mehr den Fokus gehabt, Gastgeber. Und jetzt mehr eigentlich auch probieren, Branchen miteinander zu verbinden. Damit dass die miteinander der Gastgeber sind. Als Region. Nicht einfach nur der Tourismus. Was nützt das, wenn der Touristiker nachher nett ist und freundlich ist? Und dann geht er gleich kaufen und die Verkäuferin macht den Letsch. Also das ist doch alles Tourismus. Tourismus als Querschnittdisziplin, die wir mal gelernt haben. Weil ja Tourismusfachschule wunderbar unterrichtet wird. Tourismus als die Querschnittdisziplin, aber keiner lebt es. Und ich denke, das muss man stärken. Eben die Spezialität, und das ist die Spezialität von der Biosphäre Entlebuch, wo probiert wirklich sämtliche Bedürfnisse in eine Art fairen Kompromiss unter einen Hut zu bringen. Ich würde nicht sagen, die Propheten im eigenen Land gehen nicht. Und ganz auf welche Situation. Und ich denke, der Prophet vom eigenen Land muss merken, wenn er nicht gefragt ist. Das ist entscheidend. Es kann interessant sein, mit einer Person mit mir zu arbeiten. Es kann aber auch eine Auflage sein. Wo man sagt, ja nein, der braucht einfach freien Raum. Und dann muss der Arbeitgeber auch spüren, dass man den einfach nicht in ein Kämmerchen legen und sagen, es gibt die Dossier zum Bearbeiten. Jede Administration, jede Verwaltung, jedes Gesetz und Reglement, das ist ein Kreativitätskiller. Und das ist schade für mich. Also ich muss können erleben, ich muss können kreieren, designen. Da bin ich daheim. Und ich will, das ist meine Aufgabe, und da bin ich völlig überzogen. Ich will nicht einfach den Prozess organisieren und Kurtaxen eintreiben und Logiernächte bauen, sondern ich will primär den Gast glücklich machen. Ich will den verblüffen. Ich will den überraschen. Das wollte ich. Und dort bin ich zufrieden. Dort bin ich am Abend zufrieden mit meinem Job.